Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute will ich euch mal erklären, warum die meisten Optionsverkäufer Feiglinge sind. Ja, es ist so. Optionsverkäufer sind in der Regel Feiglinge und oftmals auch so ein bisschen bärisch unterwegs, ne? Das heißt also, viele Optionsverkäufer, egal ob sie kurz dabei sind oder ob sie lang dabei sind, kommen irgendwann an den Punkt, wo sie ängstlich sind, wo sie Angst haben. Und warum das so ist und warum man aber aufpassen muss, damit man nicht in diese Falle tappt, ne? Das erkläre ich euch jetzt hier in diesem Video. Ihr seht es schon hinter mir, das ist ein Chart und diejenigen von euch, die schon ein bisschen länger dabei sind, die werden das relativ schnell erkennen. Hier unten seht ihr Jahreszahlen und dann seht ihr hier so Ausschläge und ja, das ist natürlich der Volatilitätsindex, ne? Der VIX. Und die Volatilität, das ist ja das, wenn du Optionsverkäufer bist, was du immer im Blickpunkt haben musst, solange die Volatilität, so wie hier, schön niedrig ist, da ist die Welt in Ordnung. Passiert dagegen das hier, das ist die Finanzkrise 2008, dann ist das natürlich für einen Optionsverkäufer nicht so optimal, vor allem nicht dann, wenn er noch im Markt ist. So, und jetzt habe ich euch gesagt, dass ganz, ganz viele Optionsverkäufer aus meiner Sicht heraus Feiglinge sind. Okay, das Wort Feiglinge ist natürlich jetzt hier ein bisschen provokativ verwandt. Wir könnten auch sagen, sehr viele Optionsverkäufer sind in ihrer Grundhaltung, ihrem Grundtenor bärisch auf die Märkte. Ich erlebe das ganz häufig. Ich unterhalte mich mit Verkäufern und da gibt es die allerwenigsten, also mit Optionsverkäufern, die gerade auch am Aktienmarkt unterwegs sind, und da gibt es die wenigsten, die sagen, ich bin so ein richtiger Optimist, sondern ich sehe sehr, sehr häufig, dass da nach Argumenten gesucht wird, warum es denn jetzt im Markt runtergeht. Und ich glaube, der Grund dafür liegt hier drin. Und ich will euch erklären, aus meiner Sicht heraus, woran das liegt, dass so viele Optionsverkäufer solche, komm, wir nennen es mal so, ein bisschen Angsthasen sind, ne? Warum ein bisschen Feiglinge sind. Und der Grund ist folgender. Stellt euch mal vor, ihr könnt euch jetzt im Grunde einen ganz beliebigen Tag aussuchen, hier in diesem, das ist ja seit 1998 bis jetzt hier ins Jahr 2019, wann ihr angefangen habt. Ne? Also ihr habt irgendwann mal angefangen mit dem Verkauf von Optionen. Und wir machen mal zwei Beispiele, okay? Sagen wir mal, ihr fangt hier an, so an dieser Stelle, also irgendwann hier im Jahr 2003, 2004. Und da seht ihr, dass die Volatilität in dieser Zeit die ganze Zeit gefallen ist, also 4, 5, 6, sogar bis ins Jahr 2007 noch hinein. Und stellt euch vor, ihr habt hier angefangen, Optionen zu verkaufen. Was ist passiert? Aufgrund der permanent niedrigen Volatilität und dadurch, dass es keine Ausschläge gab, habt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Zeitpunkt immer Gewinne erzielt. Ja, ihr habt Gewinne erzielt, Gewinne erzielt, Gewinne erzielt. Und wenn das über so einen sehr, sehr langen Zeitraum passiert, was passiert dann? Ne? Oftmals passiert es ja so, ihr habt vielleicht hier irgendwo was gelernt und dann hat euch sogar noch jemand gesagt, aber passt auf, irgendwann kann die Vola auch mal ansteigen. Und das ist so ein bisschen wie wenn du einem Kind sagst, bitte greif nicht auf die heiße Herdplatte, du tust dir weh. Das Kind hört das zwar, was du ihm sagst, aber so richtig verstehen tut es das erst, wenn es sich das erste Mal ein ganz klein wenig verbrannt hat. Ne? So. Und so ähnlich geht es jetzt unserem Optionsverkäufer hier. Der hat jahrelang jetzt hier Optionen verkauft. Es ist immer gut gegangen. Und wenn sowas mal ein Jahr, zwei, vielleicht sogar drei Jahre lang gut geht, dann wirst du natürlich, naja, vielleicht auch ein bisschen übermütig. Du glaubst vielleicht, du hast das Spiel verstanden, du glaubst vielleicht, du weißt, wie es funktioniert und dann machst du vielleicht die Position ein bisschen größer, als du sie hättest machen sollen. Wenn die wohl ein bisschen anspringt, dann hast du so gelehrt, ja, okay, so ein bisschen springt es ja immer an, aber es geht ja auch immer wieder runter. Ne? Also komm, da muss ich mir doch jetzt hier keine Gedanken machen. Ne? Und plötzlich, bums, passiert das. Das heißt also, du gehst da mit zu großen Positionen, mit zu viel Optimismus, mit einer zu großen Selbsteinschätzung. Also du denkst, du kannst schon alles in den Markt und dann kriegst du hier natürlich richtig einen auf die Mütze. So, und das prägt natürlich unglaublich. Entweder du verabschiedest dich an dem Punkt aus dem Markt, das heißt, du hast so große Verluste, dass du sagst, Optionsverkauf, das ist alles Mist, du bist draußen. Oder aber du verlierst substanziell viel, bist aber noch dabei und von dem Moment an bist du aber sehr, sehr ängstlich, weil du sagst, okay, jetzt habe ich das gelernt, das kann immer mal wieder passieren und das wirst du die nächsten Jahre immer mit dir rumtragen. Wir leben ja alle von den Erfahrungen, die wir gemacht haben.
Also jemand, der noch nie einen Volatilitätsanstieg erlebt hat, der kann gar nicht mitreden. Das ist alles nur Theorie. Da kann ich euch das sagen, da könnt ihr das in Büchern sehen, da könnt ihr euch das anlesen, aber ihr habt es noch nicht erlebt. So. Und das ist der Grund, warum jemand, der lange Erfolg hatte und plötzlich in sowas hier reinkommt, warum der automatisch dann immer ein bisschen ängstlicher ist. Jetzt kann natürlich der ein oder andere sagen, naja gut, aber wie ist denn das, wenn ich gar nicht diese Phase erst habe? Ne? Und das ist genau das Gleiche. Also, gucken wir uns eine andere Situation an. Und zwar, wir gehen mal hier auf einen Tageschart und machen es mal ein bisschen größer und wir gehen vielleicht mal zurück. Wir gehen mal zurück Anfang letzten Jahres, okay? Also wir gehen ja mal ein bisschen vor. So, und da seht ihr, stellt euch vor, ihr fangt im Januar 2018 an, okay? Ihr wisst, Januar 2018, die Welt war in Ordnung, wir hatten 2017 ein fantastisches Aktienjahr, die Volatilität war niedrig und jetzt hast du vielleicht erst im Januar 2018 angefangen. Und gleich nachdem du angefangen hast, gleich zu Beginn, passiert das hier. Die Vola schießt nach oben. Der VIX ist damals im Februar 2018, am 5. Februar 2018, um 100% an einem Tag gestiegen. Das hat es bis dahin noch nie gegeben gehabt. Das war der Tag des Vola-Upcrash sozusagen. Und das prägt dich natürlich genauso. So. Und dann hast du vielleicht in deinem ersten Jahr das hier miterlebt. Vola runter, wieder hoch. Vola runter. Und wenn wir es jetzt hier ein bisschen enger machen, dann sehen wir, dann hier wieder hoch und wieder runter und so weiter. Und dann hatte ich dieses Jahr hier alles das, was du siehst, natürlich auch wahnsinnig geprägt. Also du hast hier diesen Vola-Anstieg gehabt und dann hast du hier wieder einen Vola-Anstieg gehabt und dann hier wieder. Und jetzt hast du, obwohl du noch nicht mal gute Zeiten hattest, nimmst du mit, oh, Volatilität, das ist ja was wahnsinnig Gefährliches. Und deswegen jedes Mal, wenn jetzt der VIX nur ein bisschen zuckt, also wenn er von 12 auf 15 geht, hast du schon Angst und möchtest am liebsten alle deine Positionen zumachen und sagst, oh, das ist ganz, ganz gefährlich. Das heißt auch hier, du bist so ein bisschen ängstlich unterwegs. Also auch das lässt sich völlig normal erklären, warum. Es sind deine Erfahrungswerte. Und ich stelle halt immer wieder fest, auch wenn ich mich mit Händlern unterhalte, da gibt es ja die tollsten Stories, die kommen entweder aus dem institutionellen Bereich und erzählen dann eine Story, wie sie mal ganz viel Geld verloren haben, oder sie kommen aus dem privaten Bereich und erzählen mal eine Story, wie sie viel Geld verloren haben. Und das macht sie natürlich, und das ist vollkommen normal, das macht sie natürlich ein bisschen ängstlich. Und wir wissen aber alle, dass statistisch betrachtet, der Verkauf von Optionen langfristig eine überaus lohnenswerte Sache ist. Das Problem ist aber, wenn wir immer so ängstlich unterwegs sind und uns nichts trauen, dann werden wir natürlich auch, dann nützt uns die ganze Statistik nichts, weil Statistik bringt ja nur dann was, wenn wir sie auch anwenden. Und wenn wir es halt nicht anwenden, sondern uns bei jeder kleinen Regung des Wicks in die Ecke verziehen und verstecken, dann haben wir natürlich nichts davon, weil dann sind unsere Ergebnisse am Ende so, dass du sagst, hey, Riesenaufwand gehabt, aber letztendlich gar nicht so viel verdient, als dass ich der ganze Aufwand da rechnen würde. Und dem Ganzen kannst du eigentlich nur auf zweierlei Wege umgehen, vielleicht auf drei. Punkt Nummer eins, es wäre immer gut an der Börse, das ist meine feste Überzeugung, wenn du grundsätzlich optimistisch bist, weil das lehrt uns nun mal die Geschichte, dass du mit einer optimistischeren Haltung immer besser durchs Leben kommst als mit einer pessimistischeren Haltung. Das mag als Urmensch noch was anderes gewesen sein, da war es gut, ein Pessimist zu sein, weil ich habe schon mal in einem anderen Video darüber gesprochen, der Urmensch musste ein Pessimist sein, weil wenn der Urmensch am Feierabend saß und hinter ihm im Busch hat es geraschelt, dann war es schon ganz gut, ein Pessimist zu sein und sagen, vielleicht ist es ja ein Säbelzahntiger, ich renne mal lieber weg, als zu sagen, hey, wird schon gut gehen. Also damals war das fürs Überleben wichtig, dass du ein Pessimist bist. Heutzutage ist es eher schädlich, vor allen Dingen in unserer Welt, also in unserer Industriewelt, in unserer entwickelten Welt, also hier Europa, Amerika, Asien und so weiter. Es mag woanders, wenn du in Afrika irgendwo bist, dann mag das was anderes sein, aber grundsätzlich ist es schon gut, Optimist zu sein. Also das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, das ist, du bist lange, lange dabei und weißt, dass solche Dinge einfach dazugehören, dass du also sagst, okay, ja, so ein Jahr 2008, das ist statistisch halt nun auch mal möglich, aber letztendlich langfristig, die Vola kehrt zu ihrem Mittelwert zurück, die Vola auf 80 ist nicht der Normalzustand, sondern die Ausnahme und so weiter und so fort. Das Problem an dieser Sache ist natürlich, du kannst diese langen Erfahrungswerte eben dir nicht
künstlich herbeizaubern. Du musst eben lange dabei sein. Das heißt, wenn du jetzt sehr, sehr ängstlich im Markt bist, kannst du dir zwar sagen, okay, ich weiß, in 20 Jahren werde ich optimistischer sein, aber du musst halt noch 20 Jahre warten. Das heißt, das nützt dir nicht so viel. Und deswegen ist der dritte Punkt eigentlich der entscheidende Punkt, nämlich, dass du sagst, okay, ich schaue mir einfach mal Statistiken an. Ich schaue mir einfach mal Backtests an. Ich schaue mir mal sowas an, wie zum Beispiel den Buy-Right-Index. Ne? Haben wir auch schon mal ein Video darüber gemacht. Wer das sucht, gebt hier oben einfach ein, Optionsstrategien, Buy-Right-Index, und da findet ihr das. Und wenn ihr solche Dinge euch mal anschaut, dann werdet ihr feststellen, jawohl, der Verkauf von Optionen ist langfristig hochprofitabel. Es ist statistisch sehr, sehr profitabel. Auch die Drawdowns sind geringer als zum Beispiel bei einer Buy-and-Hold-Strategie im S&P 500. Aber ihr müsst eben eure Positionsgröße im Griff haben. Das ist der einzige Punkt, um den es immer wieder geht, Positionsgrößen im Griff haben. Und das ist eben das, was mich manchmal so ein bisschen, ich bin immer so amüsiert, weil ich von vielen Leuten, ja, die im Internet schreiben, die Blogs verfassen, die Videos machen und so weiter, von denen kenne ich oftmals die Story. So, weil erstens, ich kenne fast jeden, der in der Branche hier tätig ist. Viele kommen ja auch aus unserem Stall, haben also bei uns gelernt, waren mal Praktikant oder sonst irgendwas hier oder waren Kunden bei uns. Und deswegen, ich kenne halt ganz, ganz viele und ich kenne immer deren persönliche Story. Und deswegen weiß ich, warum die heute so reden, wie sie reden, weil sie nämlich irgendwann mal immer auf dem falschen Fuß erwischt wurden, was völlig normal ist, ist mir genauso passiert und wird mir wahrscheinlich auch in Zukunft immer mal noch passieren. Und dadurch weiß ich aber oftmals, ich weiß jetzt, warum der so ängstlich ist. Ich weiß, warum der jetzt so denkt, wie er denkt. Warum er sagt, das ist eine Trade-Idee, die ich nie wieder umsetzen würde, weil es ihn damals selbst auf dem Bein so erwischt hat. Ne? Und deswegen schmunzle ich da oftmals drüber, weil ich mich natürlich auch selbst erkenne, weil ich natürlich auch diese ganzen Entwicklungsschritte durchgemacht habe. Hier, was wir vorhin hatten, ne? Anfang ganz mega optimistisch, optimistischer geht es nicht, und dann sehr, sehr pessimistisch und mittlerweile aber wieder sehr optimistisch, weil ich gelernt habe, okay, wie kommt das zustande, wie versteht es, und weil ich mich eben sehr viel mit Hintergründen beschäftigt habe, mit Statistiken und so weiter und so fort. Und deswegen meine Bitte an dich, ne? Sei kein Pessimist, sei ein Optimist an der Börse, gerade beim Verkauf von Optionen, weil wenn du pessimistisch durch die Welt gehst, das musst du jetzt auch wirklich, das meine ich auch ganz, ganz ernst, ich will dir überhaupt nicht einreden, dass du die Welt positiv sehen musst oder dass die Börsenentwicklung positiv sehen musst. Aber wenn du mit dem Verkauf von Optionen unterwegs bist und du davon ausgehst, dass es über kurz oder lang zur Katastrophe kommt und der VIX auf 200 geht oder dass die Welt zusammenbricht oder sonst irgendwas, was machst du dann bitte beim Verkauf von Optionen? Dann ist das für dich das falsche Spielfeld, okay? Dann hast du hier nichts verloren, und das ist nicht böse gemeint, sondern einfach nur als Schutz, weil du wirst hier nie dein wahres Potenzial entfalten können, weil du ja immer nur quasi so mit der Hälfte deines Ichs dabei bist, weil du mit der anderen ja eigentlich immer wegrennen willst. Sagst, oh, das ist mir alles viel zu gefährlich. Ja? Und deswegen frag dich da ruhig mal auch, und es ist überhaupt keine Schande zu sagen, das ist nicht so meins, dann mach lieber irgendetwas anderes, dann kauf halt Gold, das ist auch okay für dich. Ne? Für mich wäre das nichts, wenn es für dich gut ist, warum nicht? Und aber du musst eben da einen Weg finden, der zu dir passt, weil du kannst nicht gegen deine inneren Überzeugungen handeln. Aber bevor das jetzt hier ein Mindset-Video wird, hör mal an der Stelle auf. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Ne? Seid ihr da, habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Seid ihr auch manchmal ängstlich? Merkt ihr das an euch, dass ihr ängstlich seid? Und wenn ja, rekapituliert mal, wo könnte das herkommen? Wo kommt eure Angst denn eigentlich her? Habt ihr schon Erlebnisse gehabt? Seid ihr lang dabei? Seid ihr kurz dabei? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr zu einem optimistischen Optionshändler werden könnt, der langfristig profitabel ist, dann ist hier unten ein Link. Tragt euch ein, kostenlose Beratungssession. Wir sprechen miteinander und wir klären mal ab, wo du stehst, was dein Potenzial ist und wo du hinkommen könntest. Und dann sehen wir uns vielleicht hier mal in der Akademie. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke für die Kommentare. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.